Happy birthday to you. Happy birthday, dear Big Daddy. Happy birthday to you. Ihnen doch, dass ich ein reicher Mann bin, Brick. Ja, ich bin wirklich ein unglaublich reicher Mann. Weißt du, wie viel ich wert bin? Schätz mal. Schätz mal, wie viel ich wert bin. Fast 10 Millionen. Das ist 6 und Wertpapier. Und außerdem 7000 Hektar, bestes Bauland. Und wenn er Geld hat, dann kauft er und kauft und kauft. Und ich glaube, der Grund, warum er so viel zusammenkauft, ist der, dass er irgendwo in seinem Hinterkopf die verrückte Hoffnung hat, dass eine der Anschaffungen das ewige Leben ist. Warum? Ich dachte, ich hätte es. Was? Was hättest du? Geld. Oh. Weißt du, was mir durch den Kopf geht? Was? Vergnügen. Ich bin immer noch dein! Und heute ist mein 65. Geburtstag! Ich finde, das ist sehr bemerkenswert. Bemerkenswert? Bewundernswert! Bemerkenswert und bewundernswert! Ich habe so viele Chancen einfach verpasst, weil ich Skrupel hatte. Skrupel, Konvention, der ganze Scheißdreck! Quatsch, Quatsch! Nochmal Quatsch! Man muss sie erst den Schatten des Todes spüren, um das zu kapieren. Jetzt! Mach ich mir einen schönen Lenz! Ja. Einen schönen Lenz. Genau. Einen schönen Lenz, ein Lenz. Papa, lass mich. Warum trinkst du? Ich weiß es nicht, lass mich. Warum trinkst du? Ich habe Schmerzen. Ich bin gerade auf meinen Fuß getreten. Oh, ja, es tut mir leid, dass du noch Schmerzen spürst. Warum ich trinke? Ja, warum? Gib mir einen Whisky, dann sage ich es dir. Sag es. Das kann ich dir in einem Wort sagen. Ekel. Ekel. Bekomme ich jetzt mein Getränk? Ekel, wovor? Sag mir das jetzt. Gib mir was zu trinken. Beantworte zuerst meine Frage. Ich hab sie dir doch gerade beantwortet, um meinen Ekel zu besiegen. Ekel, wovor? Sich verstellen, lügen, Scheinheiligkeit. Kirche, Gott, wie langweilt mich. Bei Gott! Zu Tode, aber ich gehe hin. Ich gehe hin, setz mich und höre diesen Idioten von Pfarrer zu. Die Clubs, die Vereine, Scheißdreck! Als ich dachte, mein Rennen wäre gelaufen, da habe ich über dich nachgedacht. Soll ich dir das Ganze hier übergeben, wenn ich gehe, wo ich Gouverneur so hasse und weiß, wie sehr sie mich hassen und wo ihre 5 Ableger genauso geworden sind wie sie selber? Da dachte ich mir, nein, andererseits, warum sollte ich so einen Idioten unterstützen? Ob ich ihn liebe oder nicht? Der an der Flasche hängt. Und denkst du, wir waren ein Paar? Also jetzt. Schwul! Ist es das, was du denkst? Weißt du denn nicht, was die Leute bei solchen Sachen empfinden? Wie angeekelt sie von solchen Sachen sind? Weißt du, ich bin gerade von der Rückseite des Mondes zurückgekehrt. Aus dem Totenreich. Da kann dich hier gar nichts mehr erschüttern. Warum kann eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen zwei Männern, eine wahre und tiefe, sehr tiefe Freundschaft, nicht als so eine respektiert werden? Das kann sie doch, Herr Doktor, warten. Cool. Alles Lügner. Wollen Sie doch verrecken, diese scheiß Familie. Scheißdreck. Aber das war eine Notlüge zum Geburtstag. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, aber das Laborergebnis ist in Wirklichkeit positiv. Es ist bösartig. Krebs? Ja, Krebs. Krebs. Cancer. Ich trage Briggs Kind unter dem Herzen. Sie hat Leben in ihrem Leib. Das ist keine Lüge. Aber das Traum ist wahr geworden.
Jesus. Super. Ich möchte morgen früh meinen Anwalt sprechen. Wo gehst du hin? Ich gehe ins Arbeitszimmer und schaue mir mein Königreich noch einmal an.